Ja, meine Freunde, ich begrüße euch herzlich zurück zu ja, unserer täglichen Dosis Runes of Magic, die ab morgen dann auch direkt schon in der, also heute, im heutigen Abend in die Wochenendpause geht. Für mich ist ab morgen Mittag Wochenende sozusagen. ja, auch wenn um die Zeit manchmal stressig ist, gibt es ja auch Zeiten, in denen man mal hier busy Zeit hat, ne? Soll auch mal vorkommen. So, was brauchen wir? Startkerne, Höllenmaschine. Wir müssen nochmal Höllenmaschine töten. Ist das dein Ernst? Ja gut, machen wir das einfach mal. Kurz auf Uhr gucken, um ein Gefühl für die Zeit zu bekommen. Okay. Ja, was soll unser heutiges Thema sein? Ich denke mal, ein interessantes Thema ist zumindest aus meiner Sicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es für euch als Zuschauer so ist. Könnt ihr ja dann in die Kommentare schreiben, ob das absolut uninteressant oder interessant war. War die Modellierung mechanischer Systeme heute mal. Es ging nämlich darum, ich hatte heute Morgen einen Praktikumsversuch. Dafür habe ich vor, letzte Woche Montag, habe ich dafür den Vortest geschrieben. Und es ging halt darum, wir haben ein mechanisches System mit Federn, Dämpfern und Massen. Das ist so, im Prinzip kann man viele mechanische Systeme auf diese drei Kernkomponenten zusammen vereinfachen. So, und es ging halt darum, wir sollen dieses mechanische System analysieren, beziehungsweise seine Bestandteile zerlegen, eben halt in Federdämpfermassen. Ich muss mich jetzt mal schnell heilen, Momentchen. So, wir kriegen ganz schön viel Schaden. Scheiße, willst du mich verarschen? Okay. Ja. Jetzt mal einen Schluck Cappuccino nehmen. Wieder ruhig werden. Wir sind hier. Okay. Jetzt müssen wir die Wiedergeburtsbesprechung kurz abwarten. In der Zeit kann ich ja mal weiter erzählen. Also, wir haben so ein mechanisches System. So, Feder, Dämpfer, Massen. Und das Ziel ist es im Prinzip zu wissen, woher herauszufinden, wenn ich mein System jetzt zum Beispiel mit einem mit der Schwingung beauftrage. Das kann ja zum Beispiel sein, wenn zum Beispiel eine nebenstehende Maschine Schallwellen rüber sendet, ne? So, Körperschall. Passiert ja. Körperschall ist eigentlich in der Technik fast unumgänglich. Man kann ihn dämpfen, aber man kann ihn nicht umgehen. So, wenn der Körperschall, der schwingt dann, wie Schall so ist, Schall hat eine Schwingfrequenz. Die Schwingfrequenz, der Schall kommt dann mit der Frequenz rüber. Und trifft auf unsere Maschine auf. So, und es kann natürlich sein, dass die Maschine dann im Resonanzbereich angeregt wird. Das ist dann Teil der Frequenzganganalyse. Dort muss man herausfinden, gut, liegt denn unser Resonanzbereich der Maschine in dem Bereich, der durch diesen Körperschall angeregt wird. In einem mechatronischen System oder mechanischen System machen wir dann noch einen Schritt mehr, beziehungsweise einen anderen Schritt. Da geht es nämlich darum, wenn ich jetzt nun tatsächlich ein gleichbleibendes, eine gleichbleibende, zum Beispiel Anregung, wie einen Moment oder sowas aufbringe, wie, welche, ja, Verdrehung oder welchen Drehwinkel bekomme ich dann am Ende tatsächlich raus? Zum Beispiel haben wir ein einfaches System, finden wir im Auto, in jedem Auto, Riemenscheibe und zwei, Abschnitte von einer Riemenscheibe, ne? Wie heißen sie jetzt? Antriebsscheiben, so. Der Riemenscheibe. Und die Riemenscheibe ist halt durch den Riemen. Der Riemen, den kann man schon als Feder und Dämpfer ein bisschen annähern. Der verhält sich ähnlich wie so ein Feder und ein Dämpfer, so ein Riemen. Und also hat zumindest ähnliche Eigenschaften, wenn man es ein bisschen physikalisch betrachtet und sowas. So, und jetzt geht es halt darum, wenn man mit einer Riemenscheibe einen Kolben zum Beispiel antreibt. Zum Beispiel jetzt, oder andersrum, einen Kolben, einen eine Kurbelwelle mit einem Riemenscheiben dran, ne? Das ist ja so dann die eigentliche Theorie. Das heißt, wir haben theoretisch jetzt halt nicht die Richtung, die Riemenscheibe treibt den Kolben an, sondern der Kolben treibt die Riemenscheibe an, ne? Verbrennungskraftmaschine, ganz einfach. In diesem Fall wollen wir ja wissen, wie sieht unsere Geschwindigkeit aus? Ich hau hier ganz still ab, ich hab nicht, keinen Bock nochmal hier zu sterben. Wie sieht unsere Winkelgeschwindigkeit aus? Die wir auf der Rückseite, also auf der anderen Seite, rausbekommen. Die wird auf keinen Fall konstant sein, weil unser Kolben ja auch zum Beispiel schon keine konstante Geschwindigkeit hat. Der beschleunigt ja immer mal wieder
bremst wieder ab und etc. pp. Zum Beispiel. Es gibt natürlich Möglichkeiten, das zu dämpfen. Man nimmt zwei Kurven nebeneinander, die, wenn der eine gerade nicht beschleunigt, dann beschleunigt der andere. Solche Dinge, die gleichen sich dann natürlich gewissermaßen aus. Du hast aber auch in diesem Antriebsstrang hast du immer ein bisschen Schwingungen drin. Und da willst du ja auch natürlich wissen, wie sieht mein Schwingungssignal aus? Da wird man anschließend dieses Schwingungssignal in der Frequenzganganalyse, das ist das, was ich vorher erzählt habe, auf andere Systeme überprüfen kann, ob die vielleicht im Resonanzbereich angeregt werden. Das ist ganz, ganz wichtig, denn sehr, sehr viele technische Systeme gehen halt wirklich durch Anregungen im Resonanzbereich kaputt. Kann sogar einer meiner Profs ein schönes Liedchen von singen. Er hat uns nämlich mal erzählt, dass er eine Maschine konstruiert hatte. Er hat keine Analyse der Frequenz und sowas gemacht. Ja, und als er dann die Maschine in die Halle getan hat, da gab es noch ein paar andere Pleiten nebenbei. Als er sie eingebaut hatte oder einbauen lassen hat, ja, dann hat auf einmal wirklich die gesamte Anlage, also nicht nur die einzelne Maschine, sondern die gesamte Anlage, also die ganzen anderen Maschinen, die im Anlernen und so, haben sich gegenseitig in den Resonanzbereich reingehauen und man musste sozusagen sofort instantan auf den Notausknopf drücken, bevor das alles zu einer Katastrophe geendet wäre. Und da merkt man dann echt, wie wichtig solche Betrachtungen sind, solche Schwingungsanalysen und sowas. Das mag natürlich jetzt an vielen Stellen ziemlich technisch sich anhören. Falls irgendwo wieder, ich sag's mal, Grundlagen fehlen oder Verständnis irgendwo fehlt, um genauer nachzuvollziehen, was ich tatsächlich gerade gelabert habe, zum Beispiel, hat das mit dem Resonanzbereich und sowas auf sich, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Also, ich habe das jetzt als, was hat sich auf dem Resonanzbereich auf sich extra eine einfache Frage mal gestellt. Könnt ihr mir es gerne in die Kommentare schreiben, dann versuche ich es in den nächsten Daily-Dosen zu beantworten. Also einfach gerne mal unten also hier unten unter dem Video befindet sich eine Kommentarsection. Ja, ich weiß, die sieht man manchmal nicht unbedingt, wenn man gerne auf YouTube ist, aber es gibt sie. Und da könnt ihr gerne Texte verfassen. Lange, kurze. Solange sie sinnlich sind. Bitte. Gut. Haben wir das auch schon mal geklärt. Also bitte ganz viel kommentieren. Ich möchte gerne mit euch ein bisschen diskutieren. Und ich möchte auch gerne mal das eine oder andere erklären, was ich tatsächlich im Studium zu tun habe. Auch, weil ich dann weiß, wenn ich es so erklären kann, dass das andere verstehen können, dann weiß ich sicher, dass ich es verstanden habe. Das ist ein ganz wichtiger Prozess oder beziehungsweise eigentlich eine ganz wichtige Erkenntnis. Wenn man anderen Leuten etwas beibringen kann oder erklären kann, dann hat man es auch wirklich verstanden. Also, wisst ihr Bescheid. Kommentieren bitte. Gut, was haben wir noch zu tun? Ich habe jetzt gerade die Leichensäcke besorgt. Die bringen wir kurz weg. Und dann gucken wir mal kurz auf die Uhr. Was sagt denn die Glock? Ja, wir können heute mal etwas früher diese Folge beenden, weil nicht mehr viel Zeit wieder. Ich mache das ja wieder abends. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich wünsche euch alles Gute. Ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao.